Das ist einem gar nicht so bewusst. Ja, dass man eh schon zu den alten Knochen gehört, hier im Theater. Und ich habe so alte Knochen ja auch natürlich abgehen sehen. Ob das nun der Attila Hörbige war, ob das der Käthe Gold, Paula Wessely, Annemarie Düringer. Also da muss man sich abfinden. Alles hat seine Zeit und alles ist halt so, ja, wie es ist. Einmal habe ich, das war in der Volksschule, wo es noch diese Zweierbänke gab und vor dir die anderen sitzen und hinter dir auch zwei andere. Da war ein Mädchen hinter mir und es hat mich ewig, hat mich immer geärgert. Und da habe ich gesagt, bitte hör auf jetzt! So, und das hat sie nicht gemacht, sie hat weitergemacht. Dann habe ich so eine Wut gekriegt. Ich habe das Tintenfass genommen, habe mich umgedreht und sie hat gemerkt, dass jetzt aber das Unglück über sie kommt und ich habe es geworfen. Und habe sie auch getroffen. Jetzt nicht jetzt sehr gefährlich, aber so, dass irgendwie am Rücken und am Kleid entlang floss dann die Tinte. Das war, glaube ich, bei mir der auslösende Punkt, dass ich schon als angeborener Jähzorniger schon im 8. Lebensjahr meinen Jähzorn runtergedimmt habe. So, und heute bin ich nur noch weise. In meinem jetzt schon 60-jährigen Berufsleben ist so eine Frage, freuen Sie sich schon auf die Rolle? Grundsätzlich ja, da ist ist eine Eitelkeit befriedigt, wenn du eine TR spielst oder eine Titelrolle oder wenn du eine große Rolle spielst. Eitel heißt ja, dafür Sorge zu tragen, dass man selber im besten Licht steht oder immer das Letzte oder gut angezogen bin oder ich zum Friseur oder eitel, meine Eitelkeit. Da bin ich völlig frei davon. Aber auf der Bühne natürlich möchte man schon auch vorkommen. Also möchte man sich im Probenprozess mit seiner Rolle, sagen wir, dahin spielen, wo man sagt, das ist der beste Platz. Aber ansonsten ist die Freude kommt ja mit dem Spielen oder mit den Proben und mit den Leuten, mit denen man zusammen ist und denen man auch dann so ein Stück gemeinsam auf die Bühne, auf die Beine stellt. Dichtung ist Sprache, ist Stille, ist auch Musik, ist Menschenkenntnis, ist Leidenschaft, ist also so. Und das gibt zusammen dann einen tollen Theaterabend.